Ah, ich glaube, wir gehen erstmal hier lang. Der Abschnitt scheint ein bisschen kleiner zu sein. So. Erstmal rechts oder erstmal links? Ich würde sagen, wir gehen erstmal links. Können ja mit. Was ist das jetzt genau? Da steht ja gar nicht drauf. Fähigkeits. Ich glaube, das ist ein Fähigkeitspunkt, ne? So. Haben wir einen Fähigkeitspunkt. Du hast eine Fähigkeitszelle gefunden. Jetzt erhältst du einen weiteren Fähigkeitspunkt. Rufe den Fähigkeitsbaum auf, um deinen Fähigkeitspunkt zu benutzen. Also, war doch gar nicht so schwer, wie ich gedacht hätte. Ich hätte echt gedacht, wäre schwieriger. So, dann hier. Das war mehr Leben bekommen. So. Dann will ich vielleicht doch gucken, auf Schaden weiter, wieder zu gehen. So, jetzt könnten wir hier theoretisch durchkommen. Aber wir müssen das, glaube ich, nicht. Ich glaube, wir können auch hier lang gehen. Falscher Knopf. Können wir es mir schon mal schieben. Da holen wir uns hier noch Lebenspunkt wieder. Und zerschmettern das hier. Okay, das ist einfach nur für die Fähigkeit, ne? Wie viel, ne, da. Also sehe ich immer nur, wenn ich jetzt, beim Skillbuilding, wie viele Punkte ich brauche, das wollte ich jetzt wissen. So, mal gucken, das ist ein bisschen verwirrend hier. Wofür ist denn das Ding denn da? Vielleicht ist das ja irgendwas mit so einer Umlenkung oder so von dem Beam zu tun. Na, auf jeden Fall hält es den auf. Das ist doch schon mal eine feine Sache. Aber wenn ich die andere Seite gemacht hätte, wäre der komplett dicht gewesen. Okay. Das kann ich gerade gucken. Da, 645. Und das wird schon immer mehr, was man dann tatsächlich braucht, ne? Okay, also was anderes, außer das jetzt tatsächlich hier so zu machen. Fällt mir nicht ein. Können wir hier den Beam stoppen? Aber brauchen das andere Ding halt, um den da drunter dann zu stoppen. Zack. Zack. Ah, ich finde das so richtig schön elegant, wie er das einfach macht auch. Ärgerlich ist jetzt, kriege ich das Ding da oben nicht kaputt. Brauchen wir ja die Energie. Und kann ich überhaupt so viel Energie? Ja, so, weiter schieben. Wie hätte ich das denn sonst lösen sollen? Ah, da komme ich, guck mal, da komme ich gar nicht dran. Da komme ich auch gar nicht durch. Das finde ich auch blöd. Hup. Hup. Ah. Ärgerlich, ärgerlich. Hup, die habe ich gar nicht gesehen. Noch ärgerlicher. Aus. Oh.
Ah, da ist doch so eine Umlenkung von dem Beam. Nur nicht mit Beam, sondern von diesen Schüssen. Da. Bäm, und dann kommen wir nämlich auch da oben drauf. Tun wir einfach erstmal hier auf Seite. Nicht, dass wir uns damit noch ein Eigentor schießen. Bums. Du hast ein riesiges Geisterlichtgefäß gefunden. Es wurde Geisterlicht zu deinem hinzugefügt. Und finde weiter Geisterlichter, bla bla bla. So. Du hast eine Energiezelle gefunden. Jetzt haben wir schon 6 Energiezellen. Dann können wir ja speichern. Und kriegen noch einen Lebenspunkt mehr. So. Wo müssen wir jetzt hin? Ach, jetzt haben wir diesen Bereich ja tatsächlich geklärt, ne? Und ich dachte, machen wir erstmal hier unten. Das ist der kleine Bereich, müssen wir vielleicht erst hier hin. Das war so wirklich anscheinend nur eine Zusatzgeschichte, um halt noch mehr Energie und so und Kram kriegen zu können. Cool. Ja, aber auf jeden Fall keine verschwendete, verschenkte Zeit. Würde ich mal behaupten. Achso, nee, ich muss, hier nach oben dann mir die Fähigkeitspunkte holen. Hopp. Hopp. Hier ist auch noch ein Leben. Ah, verdammt. Mistvieh. Aber das Leben habe ich wieder bekommen. Alles gut. Und hepp. Und dann holen wir uns jetzt hier die ganzen Fähigkeitspunkte. Sehr gut. Damit haben wir den Bereich hier geklärt. Zack, 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 das alles. Da kommen wir noch nicht hoch. Müssen wir wahrscheinlich hier durch. Dann kommen wir wahrscheinlich da raus. Kommen dann hier rein und drauf. Und dann kommen wir irgendwo hier, wann. Vielleicht auch mal zum Endgegner. Also, was heißt Endgegner, ne? Dass wir dieses erste Weltdingens da erreichen. Hier können wir jetzt einfach so zurücklaufen. Das lässt der Zirkel so zu. Da unten wäre ihre Energie gewesen. Ah! Mistvieh. Aber ich muss hier eigentlich hier lang, ne? Genau. Muss ich das hier dummerweise nochmal neu machen? Ah! Na! Ah. Ja, geschafft. Ja, das ist einfach ein bisschen Skill erforderlich. Den kriegen wir noch. So, speichern, lieber, vorsichtshalber. Nein! Ich bin ein armer kleiner Ori. Nein, nein. Nein, ah, das war doch. Habe ich irgendwie kommen sehen. Das habe ich irgendwie kommen sehen. Da ist er. Da müssen wir uns drauf schwingen. Ah! Na, das war auch anders geplant. Das auch. Bam, bam, bam. Oh. Kann man jetzt aber auch näher als gedacht. Das war sehr gut. Das war sogar besser. Komm, speichern wir hier nochmal. Jetzt habe ich auf jeden Fall volles Leben. Ah! Ich hatte gedacht, ich würde das, mich festhalten. Ja. Ah! Dass ich sogar zweimal das Schaden bekommen. Einmal habe ich ja jetzt hingenommen, aber dass ich dann zweimal das Schaden genommen habe, das war jetzt blöd. Das war nicht der Plan. Ich hoffe, das beruhigt. Ah!
dass das eben nicht der Plan war. Also einmal Stacheln sind zwei Schaden. Das ist natürlich auch echt. Aber das war bei The Messenger auch. Dass es mehr Schaden machte, wenn man die Stacheln berührt hat. Boah, das ist doch viel zu weit. Ich sag ja, es ist zu weit. Ich finde das echt geil. Das ist ein richtig geiles Spiel. Das macht mir richtig Bock. Ja, das ist doch schon mal gut. Nein! Oh, scheiße. Dann freue ich mich, dass ich das so geschafft habe, ohne Schaden zu nehmen. Und dann springe ich einen Ticken zu hoch deswegen und BAM, kriege ich Damage. Das sind genau so Sachen, wo ich einfach besser werden wollte. Das sind also richtig so Skillspiele. Jetzt darf ich mir keinen Fehler mehr erlauben. Das Blöde ist, weil gerade für die Stelle hier. Der ist einfach zu weit. So. Meine Frau schreibt mir gerade schon vom Wegen, gleich kommt hier die Serie, die wir gucken, The 100. Da möchte ich natürlich gerne gucken. Aber ich will das jetzt hier schaffen. Müssen wir noch einen Moment warten. Wir gucken das ja eh. On demand. So. Da muss ich direkt durchziehen. Da muss ich gucken, dass ich den Punkt kriege, dass ich nicht gegen die Decke klatsche. Perfekt. Das will ich haben. Speicher. So. Ich wollte es haben. Komm her. Mal wenigstens noch ein bisschen Leben geben können. Ist schon mal gut, dass ich wieder den blauen Ding kriege. Ja, wenn ich da mal nicht dran springen muss. Bams. Danke, haha. Gleich wieder speichern. Ne. Nee. Raus hier. Hallo, ich will hier raus. So, jetzt haben wir gespeichert. Moment, Moment. Ich hatte gerade schon. Ich hätte gerade nochmal Leben bekommen durch Speichern. Wäre ja cool gewesen, ne? Wenn das so wäre. So, so kann man es natürlich auch machen. Einfach wollentlich Schaden nehmen. Aber. Nein, Ori, nicht laufen. Da war was. Ach, bin ich jetzt wieder. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Und dann komme ich da hoch. Ja, wieso? Habe ich schon gesagt. Also, ich hätte eigentlich gedacht, ich noch ein Stück höher. Komm auf da! Kann doch jetzt nicht sein. Ah, okay. Hier ist der Trick. Da kommt man rauf. Aber was hat mir das jetzt gebracht? So. Und umlegen. Ah, das heißt, wenn ich jetzt runterfalle, dann komme ich hier wieder zurück. Okay. Ich den Sprung hier verkacke. Das war, glaube ich, ist der Gedanke dahinter. Ah, ich glaube, ich speichere lieber nochmal. So, da sind wir wieder. Meine Güte, ey. Da habe ich gerade hier echt schon einen Anfall gekriegt. Ich wollte in der Aufnahme starten. Und dann hatte ich aber das Problem, dass die Seiten links und rechts, also das Bild war komplett komisch. Also von der Switch, was ausgegeben wurde, aber nur hier
auf meiner Rechnerseite, auf meinem Fernseher, da läuft das alles ganz gut mit den Seitenverhältnissen. Am Rechner war hier auf einmal ganz komisch. Also sowohl als meinem Zockermonitor, sowie als auch in der Elgato Capture Programm. Wenn es jetzt nur auf dem Zockermonitor gewesen wäre, dann hätte ich am Fernseher einfach gezockt. Wäre jetzt auch kein Drama gewesen, dann hätte ich es zumindest mal aufnehmen können. Aber das Signal kommt mir einfach nur kacke an. Und dann hatte ich auch so das Problem, dass ich das nur mit der Switch irgendwie hatte, mit der Playstation und der Xbox. Kein Problem. Switch rumgeguckt. Uah, verdammt. Ja. Muss ich gerade überlegen. Hab schon einen Moment länger jetzt Ori nicht gespielt. Ja, ich habe jetzt einfach da, wo die Xbox drin hängt, die Switch reingetan und dann hat's funktioniert. Wir müssen irgendwie darauf. Klingt schon nicht gut. Au. War ja irgendwie klar. Da links, seht ihr das? Sieht aus, als wenn da was wäre. Ah. Jo, Alter. Nein, was war das denn? Ah. Da hab ich gedacht, ich hab's geschafft. Gleich bin ich tot. Komm. Das bringt nichts. Und normal das Ganze. Müsste der Erdrutsch nicht irgendwann vorbei sein? Also ich sehe jetzt auch kein Muster, wo ich da mal Pause habe. Und einfach. Oh, das war knapp. Wie habe ich das denn eben geschafft? Wie bin ich denn? Ich glaube, ich bin schon auch hier rüber gelaufen, ne? So. Oh, wow, 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 wow. Jetzt würde ich ja gerne mal zwischenspeichern können. Ui, ja, 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 ja. Da hat er mich einmal erwischt. Da kam auch noch von oben gerade einer runter. Nein! Ich komm an ihn ran, ich komm an ihn ran! Gib mir das Ding jetzt wieder! Schnell hinterher! Jetzt habe ich den Typen befreit. Oh, da war ein kleines Geheimnis. Also da habe ich mir schon irgendwie gedacht, aber ich hätte nicht gedacht, dass man da irgendwie hochkommt. Nicht, dass hier was wäre. Ja, ich muss jetzt erstmal wieder drauf klarkommen. Was, ups, Ori kann. Verdammt. Das ist immer so doof. Eigentlich will ich ein Let's Play komplett durchspielen und dann erst das nächste machen. Aber da ich zwei Let's Plays gleichzeitig laufen haben will, habe ich jetzt gerade dann noch Spyro zu Ende gespielt und jetzt aber auch schon direkt mit Doom Eternal angefangen. Ori erfüllte sein Herz mit Güte und Hoffnung. Du hast die Wasserader zurückgewonnen. Dieser uralte Edelstein gewährt dir nun Zugang zum Ginso-Baum. Vergiss nicht, das Element des Wassers ruht hoch auf dem Ginso-Baum. Wir werden das Wasser zurückbringen. Lass uns sofort zurückkehren. Klar, machen wir auch gerne. Tja, habe ich den ersten Levelbereich, ersten Boss tatsächlich geschafft. Betritt den Ginsobaum und stell ihn wieder her. Ja, hab ich vor. Okay, wie komme ich jetzt dahin? Zwischen Spieler wechseln. So, ach, zwischen Spiel und Ziel. Lest mal zu Ende hier. Ja, gut, wir müssen jetzt irgendwo. Da ist das Zack hoch und dann können wir dann da Bums uns porten. Ah ja. Wollen nicht so nachtragend sein. Ist ja nur das Wasser geklaut. Hattest du Durst, ne?
Oh, wir haben einen Fähigkeitspunkt erlangt.